Kind. Mein Papa, meine Mama und Markus und ich. Ja, wie der große Sohn 12 Jahre alt war, wurde ich geschieden und dann war der Markus eben bei mir. Also wir sind herumgefahren in ganz Europa und haben eben gezaubert. Mein Sohn war mit 6 Jahren schon der jüngste und beste Magier Europas und dann habe ich meine zweite Frau kennengelernt. Sie ist jemand Neues in unser Leben getreten und er hat sich dann mehr auf die neue Person konzentriert und weniger auf mich. Ich habe nicht akzeptiert im Grunde, dass meine Eltern jetzt geschieden sind. Dann haben natürlich die Probleme angefangen, weil der Markus meine zweite Frau als Mutter einfach nicht akzeptiert hat. Ich habe einfach nicht wollen. Ich wollte einfach keinen Kontakt mit ihrer fühlen. Nachdem er erfahren hat, dass er ein Geschwisterchen bekommt, hat er dann 6 Monate nichts mehr gesprochen mit mir. Und eines Tages brach er das Schweigen und sagte, wenn es ein Bub wird, dann lerne ich ihm das Zaubern. Und wenn es ein Mädel wird, dann stecken wir es in die Kiste.